Moin Moin, mein Name ist Andreas Bovenschulte und ich bin Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Ich werde heute auf einen Empfang der Arbeitnehmerkammer gehen in Bremen und ich will das zum Anlass nehmen, ein paar Worte zur Politik des Senats für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sagen. Zunächst aber einmal, was ist eigentlich die Arbeitnehmerkammer? Das ist eine Bremensie, die es sonst nur noch im Saarland gibt. Und das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angehören, die hier in Bremen und Bremerhaven arbeiten. Das ist im Prinzip also ergänzend zu den Gewerkschaften eine Interessenvertretung der Arbeitnehmer, so wie die Handelskammer und die Handwerkskammer in erster Linie Interessenvertretungen der Arbeitgeber sind. Und das zeigt, dass wir hier in Bremen ganz großen Wert darauf legen, dass alle Menschen, die am Wirtschaftsleben beteiligt sind, in gleicher Weise repräsentiert werden. Der Senat hat ein großes Interesse daran, Politik für alle Menschen in Bremen und Bremerhaven zu machen und damit natürlich auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die bilden ja mit ihren Familien sogar die große Mehrheit der Bevölkerung. Und was ist unser Ziel? Wir stehen für gute Arbeit. Das heißt, wir wollen Arbeitslosigkeit senken. Wir wollen Arbeitsplätze haben, von denen man leben kann. Wir wollen Arbeitsplätze haben, die nicht willkürlich befristet sind. Wir wollen Arbeitsplätze haben, auf denen man sich auch als Person entfalten kann und nicht nur einer monotonen Tätigkeit nachgehen will und kann und muss. Insgesamt und zusammenfassend gesagt, wir wollen eine Politik machen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Interessen ernst nehmen. Und wir stehen dafür. Gute Arbeit für Bremen und für Bremerhaven. Herzlichen Dank.